Naja, wir sind heute wieder am Wochenmarkt in Waidhofen und da gibt es natürlich auch die Käsehütte von Maria Tafel. Aber ich weiß ja, es gibt da ganz was Besonderes am Sonntag, am 20. Ja, genau. Unser Käsemarkt ist dieses Jahr wieder am 20. Oktober ab 7 Uhr in Maria Tafel am Kirchenplatz. Naja, und ich habe gehört, das ist ja der größte Käsemarkt von Österreich. Ja, natürlich. Machen wir jetzt schon seit knapp 20 Jahren und ist immer ein totaler Erfolg. Ja, und ich freue mich schon, wenn man da Maria Tafel bei den neuen Plätzen ein Schätze auch mit tut und der Käse da, die Verbindung zu Waidhofen ist also wirklich lieb. Wir kennen uns auch schon lang, glaube ich. Ja, mittlerweile stehen wir schon einige Jahre auch da am Wochenmarkt in Waidhofen. Naja, so, und bei einem Käse gibt es ja nicht nur einen kleinen Eckelkäse, sondern da gibt es richtig große Lab. Wie viel hat denn so ein Lab ungefähr, wenn er ganz voll ist? Ja, also ein Würzinger Bergkäse ist zum Beispiel um die 30 Kilo ganze Lab. Na, servus. Da kann man lang Käse essen, gell? Ja. Ich freue mich schon auf den Sonntag. Ich auch. Ja, in Waidhofen am Wochenmarkt gibt es ja ganz, ganz gute, ich glaube Lachs sind das, gell? So ein warm geräucherter Lachs, ja. Warm geräucherter Lachs, was ist da für Unterschied zum Kalten? Der ist viel saftiger und zarter im Aroma. Ja, und jetzt habe ich gerade das so mitgekriegt, seid ihr auch beim Käsemarkt? Genau, wir sind am 20. Oktober am Kastkirchtag um, sind wir jedes Jahr vertreten. Genau. Da ist ja was los, gell? Da ist ein Haufen los, ja. Nein, das gefällt uns.